Wir haben hier einen Golf mit 100, 110 PS. Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoTools TV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es wieder um Kappsägen. Und zwar um die beste Säge für kleines Geld. Und zwar die KGS 305. Schauen wir uns heute mal im Detail an. Das Video heute ist sehr wichtig für alle Kappsägen-Liebhaber beziehungsweise für alle, die sich eine Kappsäge kaufen wollen. Denn diese Säge hier ist wirklich ein absolutes Preis-Leistungs-Monster. Ja? Und zwar viel Leistung, viel, was man damit machen kann für recht wenig Geld. Das schauen wir uns heute an. Aber lass uns mal kurz schauen, die Säge hier, die wirkt relativ klein. Oder die wirkt wirklich ein bisschen klein gegenüber hier unserem Mega-Monster, die KGS 315. Aber die KGS 305 ist nicht klein. Wir haben hier ein Sägeblatt mit 305 mm Durchmesser und eine Schnittleistung von 10,5 cm in der Höhe. Das ist wirklich, wirklich viel. Und lasst uns gleich über das Thema Preis-Leistung sprechen. Und zwar haben wir hier einen Preis von rund 350 Euro. Und wie immer natürlich verlinke ich euch die Säge hier und im ehrlichen Preisvergleich. Und da gibt es auch momentan ein wirklich sehr gutes Angebot. Also schaut da ruhig mal rein. Und auch die Säge habe ich euch verlinkt. Weil wir haben hier eine Säge, die KGS 315 und 315er Sägeblatt. Und wir haben hier eine Schnittleistung von 12 cm. Aber 350 Euro zu über 600 Euro. Und jetzt lassen wir die KGS 315 mal raus. Wenn wir jetzt hier bei der Bosch einfach mal in den Markt hineinschauen, ein 305er Sägeblatt mit entsprechender Schnittleistung, bekommen wir bei den anderen größeren Konkurrenten wie Bosch, Makita oder DeWalt und so weiter und so fort, bekommen wir nicht in dem Preissegment. Da bezahlen wir in der Regel mal mindestens 200 Euro mehr. Und das ist sehr, sehr interessant. Und deswegen gucken wir uns diese Säge heute an. Und ich habe die immer nicht so richtig auf dem Radar gehabt, habe die letztens mal im Lager gesehen und gesagt, Moment Leute, die müssen wir unbedingt mal euch zeigen. Denn wer sagt, ich möchte eine Säge haben mit einer beachtlichen Schnittleistung, ja? Und ohne viel Füllefanz ist das wahrscheinlich genau dein Gerät. Aber was macht diese Säge eigentlich so günstig? Günstig heißt jetzt nicht unbedingt gleich schlecht. Denn wir haben hier, lass uns mal eine Analogie durchführen. Und zwar haben wir hier bei der KGS 305, ich sag mal so einen normalen Golf. Ja, wir haben hier einen Golf mit 100, 110 PS. Damit kommst du von A nach B, davon kommst du auch von Kiel nach München oder auch wieder zurück, überhaupt kein Problem. Hier bei der KGS 315 oder auch bei Bosch, bei der GCM 12 GDL und anderen Konkurrenten, da haben wir eher so ein Golf Air. Ja? Das Ding fährt schneller, fährt weiter, höher, breiter, was auch immer, hat mehr Leistung, ist lauter, ist innen drin vielleicht noch Leder und hat irgendwelche elektronischen Dinge. Das hat hier unsere KGS 305 alles nicht. Brauchst du das? Das musst du für dich entscheiden. Möchtest du, ich sag mal, den absoluten Luxus haben? Möchtest du alles, was geht? Ist so eine Maschine für dich natürlich sehr interessant. Wenn du aber sagst, nein, das Einfache reicht mir, das normale Arbeiten mit einer Kappsäge, könnte das genau das Richtige sein. Und deswegen schauen wir uns mal an, was diese Säge hier kann und vielleicht, was sie auch nicht kann. So, schauen wir uns mal das Thema Arbeitstisch an. Ja, wir haben einen sehr soliden, ordentlichen Arbeitstisch und haben hier auch die Möglichkeit, den Tisch entsprechend zu verbreitern. Ja, das ist natürlich nicht so wertig, so groß, so umfangreich wie das, was wir zum Beispiel bei 305 haben. Hier haben wir den Knopf, können das hier draus ziehen, ja, können auch wesentlich weiter raus, ist auch etwas stabiler und so weiter. Aber wir haben eine Tischverbreitung, das reicht erstmal. Was wir übrigens hier haben, was ich ein absolutes Killer-Feature finde, ist, wir können hier das hier rausziehen und können hier auf Masse arbeiten. Das heißt, ich habe hier einen Balken oder ein Stück Holz, das schiebe ich hier gegen, ja, dann säge ich, nächstes Stück Holz, sägen, nächstes Stück Holz, sägen. Und das hier kann ich mir natürlich stufenlos ja einstellen hier auf eine bestimmte Länge. Finde ich ganz witzig, ist nur eine Kleinigkeit, aber finde ich super mitgedacht. So, jetzt haben wir unseren Tisch.
Der ist natürlich nicht ganz so hochwertig wie der andere, aber funktioniert. Dann eine Sache, die wir einschränkend sagen müssen, schaut mal hier. Wir haben nur von links und rechts haben wir die Möglichkeit, auf 45 Grad zu schwenken. Ja? Hier. Bei Sägen wie denen hier haben wir die Möglichkeit, auf einer Seite bis 60 Grad zu schwenken. Das ist natürlich angenehm ab und zu, aber wie häufig braucht man das? Ja, das muss man sich immer selbst überlegen, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Das nächste ist auch, natürlich können wir diese Säge hier wie jede andere auch neigen. Ja, übrigens finde ich das hier hinten sehr schön gelöst. Ich habe einfach nur hier einen Knopf, runter, neigen, fertig. Das ist sehr schön gelöst. Ich kann hier einen beliebigen Winkel einstellen, wie man hier vorne sieht. Einfach einstellen, überhaupt kein Problem. Und ich kann übrigens auch hier auch auf 47 Grad kommen, indem ich hier hinten einen Knopf reindrücke und schon bin ich hier auf 47 Grad. Ja, wir können hier also nur 45 Grad in die eine oder andere Richtung. Ja, wir können es nur in eine Richtung neigen. Aber ist es wirklich für dich relevant? Das musst du für dich entscheiden. Denn natürlich ist es ein schöner Luxus, wenn man sagt, meinetwegen 60 Grad rechts und links. Oder es ist auch ein schöner Luxus, wenn man nach in beide Richtungen neigen kann. Oder wenn es vielleicht noch einfacher zu verstellen ist. Aber um einfach nur zu arbeiten, reicht das aus meiner Sicht durchaus aus. Hier sehen wir eine ganz normale Tiefenbegrenzung, die wir hier entsprechend einstellen können, um das Ganze zu machen. Nach vorne ziehen, wird die Tiefe hier begrenzt, wie wir sehen. Oder wieder loslassen, nach hinten, und wir können ganz normal arbeiten. Das ist Marktstandard, das ist auch nicht besonders günstig, das ist einfach so, wie es bei den meisten anderen Sägen auch ist. Hier hinten können wir die Arretierung festziehen, um die Säge hier entsprechend ja, nicht mehr verstellen zu können. Finde ich super gelöst, schön einfach und ein großer Knopf auch, ja, überhaupt kein Problem. Wir haben hier einen Laser und wir haben hier ein Arbeitslicht und ich zeige euch das mal. Erstmal, wir haben hier einen ordentlichen Balken, ja, 8 cm in der Höhe, 16 in der Tiefe. Und den legen wir mal hier drauf und dann sehen wir hier Folgendes. Ja, wir haben jetzt hier den Strich, der genau anzeigt, wo wird entsprechend gesägt. Ja, sehr schön gemacht, aber jetzt ist es vielleicht noch für den einen oder anderen zu dunkel. Dann können wir Folgendes machen. Hier noch das Arbeitslicht dazu an. Schaut mal, das ist schon ein Riesenunterschied. Licht an und Licht aus. Finde ich super. Und wir sehen jetzt hier auch mal die Tiefe. Ja, wir haben hier 8 cm Balken und wir haben hier immer noch so viel, ja, was wir entsprechend sägen können. Das ist schon der Wahnsinn. Und wenn ich jetzt schon mal den Balken in der Hand habe, dann können wir auch sägen, oder? Du hast gerade gesehen, dass die Säge wunderbar klarkommt mit dem Balken. Ich meine, klar, ist ja keine Herausforderung bei der Schnitthöhe, die sie sonst noch leisten könnte. Was du auch gesehen hast, ist das Thema Staub. Und komm bitte etwas dichter und schau mal hier. Hier haben wir etwas Staub hier hinten an der Maschine. Das heißt etwas, schon ordentlich etwas. Das ist natürlich viel mehr, als wir es hier bei der Maschine hätten. Ja? Hier würde es da aufgefangen werden, würde hier an der Stelle auch abgesaugt werden. Das ist hier alles viel besser gelöst. Aber das hier ist eine einfache Maschine für einfache Lösungen. Und übrigens das Teil hier, ja, das, also vergesst es damit zu arbeiten. Wir haben hier jetzt 3-4 Schnitte gemacht und da war es voll. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal in Benutzung. Aber was ihr schon sehen könnt, ist, ihr seht ja hier hinten, wie viel Staub da ist. Aber dafür ist hier natürlich auch jede Menge drin. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass die Absaugung jetzt nicht funktionieren will. Oder besser gesagt, ja, was viele, glaube ich, immer vergessen ist, wir haben hier eigentlich weniger eine Absaugung als eher eine Staubführung. Das heißt, die Maschine führt den Staub hier, die Sägestaub, schon sehr gut entsprechend hier entlang in das Rohr rein und dann kann es hier entsprechend auch abgesaugt werden, wenn du hier deine Absaugung anschließt. Eine Sache übrigens, die Maschine hat keinen Softstart. Das heißt, sie
knallt quasi mit der vollen Power sofort los und hat auch nicht diese Laufruhe, wie es ein höherwertiges Gerät wie das hier zum Beispiel hat. Aber ist das wirklich schlimm? Das musst du für dich entscheiden. Wir sehen hier ein, zwei interessante Sachen, und zwar erst einmal, hier können wir die Säge arretieren. So. Dann, was ich wirklich schön finde, ist, dass man sieht hier, dass die Säge ist dafür gebaut, dass sie mobil genutzt werden kann. Ergo, ich kann das Kabel nehmen, hier einfach aufwickeln. So gut wie bei dieser Säge ist das selten und kann dann es hier sogar noch arretieren. Fertig. Dann kann ich hier, habe ich hier einen wunderbaren Griff, kann die Säge hier festziehen. Ja, so. Wir machen es einmal mal richtig. Machen das dann so. Machen das Ganze fest. So. Dann können Sie dann einfach entsprechend mitnehmen. Das finde ich super gelöst. Wir haben übrigens mit dem Staubsack wirklich nur eine Behelfslösung. Interessant finde ich aber, dass sie auf jeden Fall besser ist als die von Bosch. Nichts gegen Bosch, aber die von Bosch, da bleibt ja nichts drin. Das ist ja nur so ein Gitternetz. Hier bleibt zumindest das Gröbste vom Staub dabei. Bitte nutzt so eine Maschine nur mit einer Absaugung. Aber jetzt lass uns nochmal wirklich kurz mal ein Fazit ziehen. Wir haben hier eine Säge und die sieht vielleicht nicht so groß aus gegen die, aber für eine normale Kappsäge ist das wirklich ein riesiges Monster. Wir haben eine Säge mit 305er Sägeblatt, mit 2000 Watt Motor. Wir haben hier eine Schnittleistung von 105 cm. Wir können 40 Grad rechts, 40 Grad links und wir können das Ganze auch noch neigen. Und das Ganze für rund 350 Euro. Und das finde ich so interessant. Wenn du eine Kappsäge kaufen möchtest, die keine Schnörkel hat, die einfach das macht, was eine Kappsäge können soll, nämlich Kappen, Shifterschnitte und so weiter, Kappengärung und so weiter. Kann die Säge alles, aber sie kann halt dieses ganze Tüdelü halt nicht, was man noch so alles machen kann. Aber lass uns gleich darüber sprechen, was kann sie nicht? Sie hat keinen Sanftanlauf. Sie hat auf jeden Fall eine schlechtere Absaugung als hier die KGS 315. Aber sie ist auf dem Absaugungsniveau auf jeden Fall von einer Bosch GCM12 GDL für fast den doppelten Preis. Sie hat nur 45 Grad rechts, links, keine 60 Grad und sie kann auch nur zu einer Seite hier entsprechend geschwenkt werden. Und hat so, ist etwas, ich sage mal, alles etwas einfacher gebaut. Aber sie hat trotzdem alle Funktionen, die man braucht. Aber es ist eine gute Säge. Und jetzt bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Schreibt bitte mal unten in die Kommentare, was ihr sagt, was fehlt euch denn eigentlich an der Säge? Was müsst ihr denn noch mehr haben? Weil ich bin immer noch der Meinung, das hier ist ein echter Preisbrecher. Und ich glaube, ich sollte mir mal alle großen Kappsägen hier auf den Tisch holen und mal alle miteinander vergleichen. Oder? Dann schreibt mir das auch mal unten in die Kommentare. Ich habe das Gefühl, wir sollten da mal wirklich einen großen Monstervergleich quasi machen. Aber jetzt erstmal für euch, ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.